Damit der MK48 Typ, der auf dem Spielplatz gespielt hat, trägt neue Sneaker schon wieder in Wert von einem Tierpark. Moin Moin und rein da. Abfahrt. Bro, ich hab mich halt schminken lassen im Stream. Und? Ich verstehe jetzt nicht das Problem an dem Tweet hier. Es ist 2021 und jeder von euch würde. Jeder deiner Freunde würde, wenn er könnte. Oh, ja. Du hast so abgehoben, seitdem er Musik macht. Du Wichser, Alter. Und guck zu. Haben wir das schon geguckt? Minecraft. Wer ist denn? Minecraft. Oh, völlig egal. Das kann auch FSK 21. Facettenaugen. Tödliche Klauen. Sie sehen aus wie Wesen von einem anderen Planeten. Was? Doch die Gottesanbeterin ist eine sehr irdische Bedrohung. Was soll das? Das ist safe schon mal passiert, oder? Dass jemand im Swingerclub war und ein Familienmitglied auch. Und ein Familienmitglied schon an dem anderen Ende des Glory Holes. Was? Ach, Mann. Boah, Digga. Niemand von mir hat mir von euch gesagt, dass es Chlorwasser ist. Dauerhaft nur ins Gesicht. Soll ich mir den Augen schmecken oder was? Dauerhaft nur ins Gesicht. Mann. Alles, egal was gekommen ist, nur ins Gesicht. Ich sag dir ehrlich, ich würde auch so ein Gesetz fühlen, wenn du Tattoos hast wie All Cops Are Bastards oder 1312, dann hast du einfach nicht mehr das Recht, eine Polizei zu rufen. Kevin nicht aus der Polizei rausgeflogen, weil der so einen Polizeihund gefickt hat. Wurde deine Gay-Story mal erzählt? Ihr müsst euch überlegen, am ersten und am zweiten Abend waren wir feiern, okay? Und dann sind wir in die Innenstadt gegangen. Ich glaube, die kennt man schon. Und dann wurde einfach Max am Tisch übelst intensiv angeguckt vom Typen. Und er wusste erstmal gar nicht, oh, was will denn der? Gehört er zu uns? Dann hat er ihn nochmal angeguckt und er hat es immer noch nicht gepeilt. Digga, das Ding ist, man muss dazu sagen, Amar war zum Zeitpunkt, als dieser Stream gelaufen ist, extrem nüchtern. Man sieht es. Der hat sich da eine Fanta gemacht. Die schallert sich schön rein für Hydration, ganz wichtig. Bis er ihn, glaube ich, insgesamt 4-mal übel intensiv in die Augen gestarrt hat. Und dann wurde er einfach von den Typen dort Sancho genannt und wurde einfach so angetanzt. Und die haben so seinen Schwanz an ihm gegeben. Dicker, der ist so weg, der Junge, holy shit. Aber Max konnte sich nicht wehren, weil er sein Schlüsselbein gebrochen hat und nur so dastehen kann. Amar hält sich einfach nur fest, Digga, der hält sich einfach nur an Nico fest, weil er irgendwas in seinem Leben braucht, was ihn gerade hält. Weil alles andere um ihn herum ist komplett wanky, Alter. Alles andere um ihn herum ist komplett am Shaken gewesen. Der wusste gar nicht, dass der Stream läuft. Digga. Der hat sich einfach nur an Nico festgehalten. Und seitdem heißt Max halt einfach Sancho. Aber es war sehr lustig, wir haben gestern ein paar Mädels angelabert. Die Nummer ging komplett nach hinten los. Wir haben dann auch ein paar hässliche... Wir haben dann auch ein paar angelabert, die jetzt nicht ganz unserem Geschmack entsprechen. Sei mal ganz kurz, ja, das Ding her. Hau ab! Hä, was ist denn jetzt los? Was hab ich jetzt falsch gemacht? Warte, wollt ihr mal meine Rückwärtsrolle sehen? Pass mal ganz auf. Man bekommt nicht mal ein Danke. Wofür, Neusi? Dass du 16 Monate Sub bei mir bist? Nö. Also, Bruder, da bist du ja aber ganz verkehrt, sag ich dir, so wie es ist. Immer dankbar, immer real, nicht verändert. 60% aller Professuren des Landes sind von Frauen besetzt. Digga, was? Küche ist da, Digga. Einmal hatte ich so eine peinliche Situation, Chat. Da hatte ich wieder, meine Putzfrau kommt jeden Mittwoch, da hatte ich wieder ein wildes Wochenende, will ich jetzt mal sagen, ne? Und die Dame blieb halt ein bisschen länger und ist erst Dienstagmittag gefahren. Und dann habe ich halt, ja, das Nötigste, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt weggeräumt. Und ne, ich hoffe, ihr hattet schon alle mal ausgiebig, ne? Was da halt so übrig bleibt, eine Menge Feuchttücher, eine Menge Klopapier. Feuchttücher?
Feuchttücher, Bro. Oder was man halt so benutzt. Windeln? Um sich sauber zu machen danach. Und bei meiner Putzfrau kein Problem so. Die kenne ich jetzt schon seit über einem Jahr. Aber the problem was, die kam an dem Tag ein bisschen später und hatte nicht so viel Zeit. Und deshalb hatte sie ihre Tochter dabei, um zu helfen, damit sie halt mit der Zeit klarkommen. Und dann hat einfach ihre Tochter, die auch gar nicht so schlecht aussah, einfach meine Wichstücher weggeräumt. Bruder, das war mir so peinlich. Ich habe letztens eine Nachricht bei mir in der WG-Gruppe erhalten. Ich rezitiere ganz kurz. Kann ich das Memo abspielen? Darf ich das Memo abspielen? Hallo. Erstmal viel Spaß im Urlaub an euch alle. Sebastian, ich soll dir was sagen, nämlich das nächste Mal, wenn die Putzfrau kommt, darfst du bitte oder sollst du bitte deine benutzten Kondome von dem Teppich runter, also ja, entsorgen, weil das sieht nicht so lecker aus und die muss das halt wegmachen, ist jetzt nicht so appetitlich. Vor allen Dingen war das nicht nur eins, sondern da lagen drei Stück. Ich hab's vergessen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Nee, das ist tatsächlich real. Das hat mein Bruder gerade gesagt. Ich hab's benutzt, hab's liegen gelassen und bin einfach in den Urlaub gefahren. Bin ich erstmal durchgezogen und zur Tankstelle mir was zu essen holen, Digga, damit ich auf mein Leben klarkomme, Digga. Wenn du GTA. Digga, die lagen da zwei Tage rum. Wenn GTA 6 rauskommt, bist du ja schon fast 40. Also, ich verstehe nicht, wie man so sein kann. Real Talk jetzt. Das verstehe ich nicht, Digga. Ich hatte bis jetzt gerade noch gute Laune. Du kleiner 31er, Digga. Weil alle Leute sich denken, es sind 2 Grad wärmer draußen. Holy shit, ich habe ja Freunde. What the fuck? Ich habe ein Real Life, holy shit. Auf einmal stellen alle Leute fest, dass sie fucking Real Life haben. Außer ihr fucking Idiots. Und du. Die trotzdem hier sind. Was geht ab, Jungs? Feels Batman. Deswegen geht raus und genießt das Wetter.